Hallo zusammen und willkommen zurück zur nächsten Folge. Für euch sind bloß 2 Tage vergangen. Ich war jetzt eine Woche im Urlaub. Also ist jetzt der erste neue Content, den ich aufnehme. Und ja, wir hatten in der letzten Folge dieses Banditenlager geklärt hier. Was jetzt zu uns gehört. Muss mich erstmal kurz wieder ein bisschen zurechtfinden. Aber es sieht noch genauso gut aus, wie ich es in Erinnerung hatte. Es schneit. Es schneit, okay. Ja. An den Händler hatten wir schon alles verkauft gehabt, was wir eingesammelt hatten. Und jetzt entsinne ich mich, dass hier mehrere Sachen gab. Spur der Kriegsherrin. 7. War das mit der Energiezelle, genau. Aufträge haben wir keine mehr. Das Banditenlager haben wir gemacht. Gehen hier wieder so ein bisschen nach Stufe vor. Eine Fähigkeitspunkte? Nope. Haben wir, glaube ich, letztes Mal auch gleich wieder ausgegeben. Spezialobjekte, Munition, das gab's hier. Okay. Ja. Ja, dann wir gucken erstmal, wo die Kriegsherrin hier abgeblieben ist. Eventuell unterwegs noch 1-2 Maschinen mitnehmen. 400 Meter. Oh, da konnte ich mich, glaube ich, gerade abseilen. Mist. Ja, wie gesagt, ich muss mich erstmal wieder ein bisschen zurechtfinden. Ja, in der Woche habe ich, glaube ich, nie ganz so viel verpasst. Es gab ein kleines Update, wenn ich mich recht entsinne. Das nehme ich für unterwegs mit. Da wurde noch mal ein bisschen Content angepasst. Die Grafik auf jeden Fall. Da gab es wohl 1-2 Fehler, die sie da korrigiert hatten. Und aus der Spielmechanik her haben sie ein bisschen was verändert. Erstmal wieder hier meinen Beutel vollstopfen mit allen möglichen Sachen. Ja, das nächste wird wohl sein, dass wir auf dem Reittier diese Sachen gleich looten können. Und gehen wir erstmal weiter in die Richtung hier. Und hier oben in der Mitte zeigt es mir an, dass ich nach da muss. Aber der Pfeil zeigt jetzt dahin. Herstellen wieder, der Rest ist voll, ja. Ich hätte auch gedacht, letztes Mal gesehen zu haben, dass wir noch die Quest von dem Bogen offen haben. Ja, genau. Ist aber Stufe 8. Das andere mit der Sona war jetzt Stufe 7. Das machen wir mal zuerst. Ich würde die Tiere ja am Leben lassen, aber dadurch, dass wir für die Rüstung die Sachen brauchen, einfach um die Rüstung upgraden zu können. Läufer. Diese alten Strukturen hier, ne? Irgendwie so random. Diese verrosteten Sachen hier. Oder was machen die da? Ach, der buddelt die Erde auf. Okay. Der sieht mich schon wieder da. Aber er kann mich trotzdem gut erkennen, ne? Trotz meiner Rüstung. Und trotz den Sachen, die mir das letzte Mal aufgewertet hatten. Dass mir ein bisschen schwerer zu erkennen sind. Ich kann diese Maschine nicht überbrücken. Wenn ich doch mehr darüber erfahren könnte.
Was denn, Läufer? Können wir doch überbrücken. Das müsste doch kein Problem sein. Es gibt hier aber richtig viele gerade davon. Die graben das mit ihren Hörnern um. Das sieht natürlich auch richtig gut aus. Wenn man das mal so macht. Ich denke aber, dass wir die Läufer noch nie überbrücken können. Wir müssen aber hier vorbei. Wir haben jetzt auch hier weiter kein hohes Gras, wo wir uns ein bisschen verstecken können. Dazwischen. Ich werde bestimmt mal irgendwann mal eine Folge dazwischen packen, wo ich ein bisschen farm gehe. Level quasi ein bisschen höher mache. Sind zwar jetzt schon das, was wir jetzt haben, die Quest. Was war das für eine Stufe? Stufe 7? Wir sind jetzt schon 3 Level höher. Das müsste eigentlich gehen. Für mich. Bußwurzeln. So, das sneaken wir uns hier vorbei, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Trotzdem ab und an mal. Das sind da gerade richtig viele. Hallo, Libella. Okay, aber ich will mich jetzt nicht auf irgendeinen Kampf einlassen. Alter Ring. Scheint ja aber gerade wieder so ein nicht besiedeltes Gebiet zu sein, wenn ich das so sehe. Da vorne sind auch gleich wieder die nächsten. Reichen wir uns hier einfach mal lang. Oh. Hat er mich gesehen? Kann ich den trotzdem noch übernehmen? Oh Mist, ich hätte das halten müssen. Okay, der gehört jetzt zu mir. Ach, weil die Lore gebrannt hat. Das hat ja Schaden gemacht. Ach, du Heimatland, ey. So viel zum Thema, wir fighten erstmal nie hier. Aber oh, die haben halt so wenig Leben, die müssen halt fighten eigentlich. Ja. Die Lore hat ja einen Schaden gemacht, dadurch, dass die gebrannt hat. Ich hatte es vor uns gerade erst gelesen. Dass wenn man die in Brand steckt. Aber ganz schön bitter. Zumindest, dass man die in Brand stecken kann, aber ich hätte jetzt nie gedacht, dass es so eine krasse Explosion gibt. Und durch den Brandschaden, ihr habt es ja gerade gesehen, die waren ja fast One-Shot gewesen dann. Richtig nice. Okay, das müssen wir uns merken. Geben auch richtig guten Loot ab. Oh, Objekte. Da haben wir die ganze Ebene gerade hier geklärt. Aber ich glaube, wir haben unseren Läufer damit auch erwischt, den wir übernommen hatten. Ist aber nicht ganz so schlimm. Ich muss hier hoch. Da vorne scheint auch wieder sowas wie ein Wachposten zu sein. Alte Trümmer, das nehmen wir mit. Ich finde es auch gut, dass das markiert ist, was da drin ist, ob sich das lohnt oder ob man da eher nicht hingehen braucht. Und das ist wieder so eine Sprachdatei hier. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Wenn ihr das pausieren wollt, dann guckt da hier mal rein. Solange wie es jetzt nicht wichtig ist für die Quest.
werde ich das nie mitnehmen. Hier muss der Angriff auf den Kriegstrupp stattgefunden haben. Mutterbär. Diese Verwüstung. 6 Pfeile habe ich gebraucht. Wir müssen dann auch mal gucken. Es gab jetzt viele neue Waffen, die wir uns holen können. Zum Schlachtfeld. Das Schlachtfeld. Viele Maschinen. Und alle werden von den Mördern kontrolliert. Verstörter, verdorbener Wächter. Sneaken wir hier rein. Sie haben eine ganze Horde von ihnen den Hang hinuntergeschickt. Das vielleicht war hat die Kriegsherrin etwas hinterlassen. Aber so ein großer, Leben. Oder? Die Nora konnten einen Verderber erledigen. Genau. Aber ich sehe jetzt hier keine toten Nora. Es ist wie, aber vorher haben die Mörder ihn benutzt, um andere Maschinen auf sie zu hetzen. Mhm. Klingt, als würden sich zwei Frettchen bekämpfen hier. Ja, hat er gerade eine gerufen, oder? Ah, okay. Kommt der jetzt her? Krieger! Hey, warte mal! Oh jo, ich bin da. Die Toten und Verwundeten alle weg. Gibt's hier keine Krieger und Heiler mehr? Nur ich. Du bist verletzt. Was ist passiert? Was nicht? Die Hölle ist los. Sona schickt mich, um Bericht zu erstatten. So nütze ich eher nichts. Er hat sich da schon eine fiese Wunde im Gesicht eingefangen. Varl wollte, dass ich Sona suche. Weißt du, wo sie sein könnte? Ich kann dir sagen, wo wir uns trennten. Beim Metallturm, südöstlich der Ruinen bei Teufelsdorst. An einem Hang mit einem einzelnen Felsen. Ich werde jetzt ins Becken zurückkehren und Varl Bericht erstatten. Urmutter, gebe dir Kraft. Wirst sie brauchen, so allein. Ah, da hat er schon recht. Okay. Ziemlich viel Blut, aber keine Toten. Da waren sie auf jeden Fall gründlich bei der Sache. Hier ist nochmal eine Nebenquest, wenn ich das gerade so richtig sehe. Gucken wir uns mal noch ganz kurz an. Zumindest nehmen wir die schon mal an. Ob wir die jetzt gleich erfüllen. Gucken wir mal, was das ist oder welches Level das ist. Wir könnten natürlich auch erstmal hier unser Reittier rufen. Ah, ich habe noch gar kein Reittier. Okay. Ich habe gedacht, das habe ich immer. Scheint wieder irgend so ein kleines Doof zu sein. Siehst du über dein heiliges Reich hinaus? Umfasst dein ewiges Gedächtnis die ganze Welt? Ein Priester ja, zu sein. Du bist Aloy, nicht wahr? Es heißt, man hätte dich zur Sucherin mit Wegrecht aus dem heiligen Land gemacht. Ja. Um die Mörder von der Erprobung zu finden. Ich kann mir nicht vorstellen, Urmutters Schutz zu verlassen. Aber meine Schwester Nakoa ist wie du. Furchtlos. Sie sucht im Norden nach dem Kaja-Offizier Said, einem Hauptmann der Roten Raubzüge. Er ist gefährlich. Ich bin sehr besorgt um sie. Okay, wieder jemand, der sich alleine auf die Suche gemacht hat. Du hättest mit ihr gehen können. Das heilige Land verlassen und Urmutters ewiges Gedächtnis verlieren? Nein. Ich flehte Nakoa an zu bleiben, um diesem Schicksal zu entgehen. Sie sagte, es sei ihr egal. Keine Ahnung. Ist sie wirklich verflucht, wenn sie unseren Vater rächt? Das wäre grausam. Haben die Stammmütter Nakoa wirklich erlaubt zu gehen? Nein. Sie weigerten sich.
Doch sie ließ sich nicht abhalten, Said zu verfolgen. Er hat unseren Vater bei den Raubzügen ermordet. Nakoa sah es mit an, versteckte sich im Keller und zwang sich zuzusehen. Es veränderte sie. Haben wir denn Said schon gesehen oder ist das was jemand Neues? Ich halte Ausschau nach ihr. Oh Mutter, segne dich. Ich weiß, die Stammmütter lassen sie nicht zurück ins Heilige Land, aber ich muss wissen, dass es ihr gut geht. Sie muss durch Mutterkrone gekommen sein. Meine Tante Solai lebt dort. Vielleicht weiß sie etwas. Und hat mehr Hinweise für dich. Okay. Aber Said sagt mir jetzt so nichts. Höre mein Gebet. Ist zwar schon wieder eine Woche her, dass ich gedattelt habe, aber... Keine Ausgestoßene mehr. Vor dir voller jo, grüß dich. Hier haben wir wieder ein Lagerfeuer. Das würde ich noch gern aktivieren wollen. Da vorne, in der Gabelung. Ja. Ist auch noch eine Nebenquest. Dieser Krieger. Klingt, als hätte er Schmerzen. Ja. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er stirbt. Ich habe schon Sterbende gesehen. Aber nie unter solchen Schmerzen. Ich will stark sein wie du, aber... Ich kann ihm gar nicht helfen. Ich habe nicht mal Traumweide für seine Schmerzen. In Lagern an Kriegspfaden östlich müsste welche sein, aber... Ich muss bei diesem Mann wachen. Könntest du vielleicht in den Lagern nachsehen? Schon etwas davon würde den Schmerz lindern. Ich glaube, wir haben da eigentlich genug einstecken, oder? Ich suche in den Lagern nach Traumweide, wenn ich es schaffe. Wirklich? Danke. Ich möchte doch nur das Leid dieses Mannes lindern. Oh, das müsste zu machen sein, oder? Stufe 7. Machen wir das gleich erstmal hier. Wo ist das? Ah, das ist ja auch wieder hier hinten. Eieieiei, Vorratslager. Ein bisschen aufpassen, dass wir hier den Überblick verlieren. 7 ist aber 174 Schritte weit weg. Müsste zu machen sein. Aktivieren hier unten noch das Lagerfeuer. Ich finde es lustig, dass selbst wenn die hier so ein bisschen berghoch rennt, dass die da die Hände manchmal mitnimmt oder jetzt hier gerade runter zu, dass er da so ein bisschen rutscht. Das haben sie gut animiert. Betet auch noch jemand. Okay. Nehmen wir wieder ein bisschen was mit. 618 davon habe ich schon. Hier werden besiegte Maschinen begutachtet. Wir doch einfach mal so ein bisschen Heilkräuter werden wir ja finden können. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich hätte gedacht, hier haben wir viele Maschinen gesehen, aber das könnten die da gewesen sein. Mich wundert es auch, dass ich noch nie genug von dieser Traumweide dabei habe. Ja, so viel mitgenommen eigentlich immer unterwegs. Läuferstufe 5 ist hier. Ich würde eigentlich auch gerne ihn übernehmen wieder, dass wir hier ein Reittier zur Verfügung haben. Stehen aber noch einfach hier, ne? Die bewegen sich nie. Was ist das hier unten? Ein Läufer. Die Lichteffekte. Holy moly. Die Farben ändern sich. Die Sonne geht unter. Ja, ich hab's mir auch gerade gedacht. Wir werden uns zuerst mal den hier schnappen. Zumindest überbrücken. Danke.
mal jetzt wieder ein Reittier zur Verfügung. Hinten war doch auch noch irgendwo eins. Da unten. Das schnecken wir uns auch noch. Tut mir zwar auch ein bisschen leid, weil im Endeffekt sind es nichts anderes wie Pferde. Ich würde, wie gesagt, auch die Tiere am Leben lassen, aber dadurch, dass wir den Loot brauchen, werde ich die auch mitnehmen hier. So, und damit sind wir bedeutend schneller unterwegs. Jetzt noch 100 Schritte. Es verwirrt mich noch ein bisschen, dass die Questzeichen die Klei hinzeigen. Ein Kriegerpfad. Da oben müsste ein Lager mit Traumweide sein. Da oben? Okay. Uns an. Wie kommen wir da ran? Von der anderen Seite wahrscheinlich. Gucken wir mal, ob wir uns hier hochglitschen können. Nee, das funktioniert nicht. Wieder ein paar Maschinen. Okay, wie kommt man da hoch? Ein bisschen Stein. Von hier vielleicht, oder? Nee, noch ein Stück höher. Da. Ich weiß nicht, ob das so vorgesehen war hier. Oh, halt dich doch fest. Okay, wieso macht sie das nie? Jetzt. Oh. Ich gedacht, die schnappt ab. Keine Traumweide. Schade. Nur ein paar Scherben. Okay, das müssen wir noch ein bisschen üben. Aber wir haben genug im Beutel. Und mit dem Läufer hier dürfte das schnell zu machen sein. Ich muss es halt unbedingt upgraden, dass wir das hier im Rennen mitnehmen können, das Ganze. Da drüben sieht es ein bisschen ehrlicher aus. Die Jagdprüfung. Komm hier durch. Nicht für Berge geeignet, huh? Ja, ich merk's auch gerade. Er kommt halt nie aus dem Knick. Der Läufer. Es hat uns auch irgendwo angezeigt, was wir schon alles übernehmen können. Welche Maschinen. Weil ich mich letztens noch gewundert hatte, dass man die Wunderronne übernehmen kann. Vielleicht gibt es ein Lager mit Traumweide an diesem Kriegerpfad. Okay. Oben ist das nächste Versteck. Sieht mir hier ein bisschen einleuchtender aus, wie man das macht. Zack. Ja, sehr schön. Ist wohl ein bisschen einfacher gemacht. Seltsam. Jemand scheint die Traumweide in diesen Lagern gegen Scherben getauscht zu haben. Ist auch nichts. In diesen Lagern ist keine Traumweide. Das wird Fia interessieren. Wird es wahrscheinlich doch nicht so einfach sein. Was mit dem Läufer wieder? Schade, ich dachte, es würde mal so eine kurze Sammelquest werden. So ein bisschen Beschäftigung für alle Spieler, aber es scheint, haben sich die Entwickler doch ein bisschen was gedacht bei den ganzen Nebenquests. Die andere mit dem Speer, wo wir diesen Speer aus dem Plünderer rausziehen mussten. War ja auch sehr interessant gewesen. Okay, also reiten wir jetzt zurück, um der zu sagen, dass es da eine Traumweide gab. Ja,
Rede mit Fia. Ist die Quest? Und ich bin es halt gewöhnt, dass dieser Questpunkt noch direkt dahin zeigt. Ich werde tun, was ich tun muss. Nicht allzu viel Loot, aber ein bisschen Erfahrung noch mit. Ein Noradorf. Oben auf dem Berg. Oh, das haben wir doch vor uns schon erkundet. Ist bestimmt bloß interessant, wenn die hier so ein Nora sehen, wie die mit dem Läufer angeritten kommt. So. Geht mal nochmal kurz mit dir. Du bist zurück. Ich war schon an diesen Lagern. Da waren nur ein paar Scherben. Das ist seltsam. Wer würde Traumweide stehlen? Vielleicht hat John welche gesammelt. Frag ihn doch mal, wenn es dir nicht so weit ist. Du sagtest, ein gewisser Jan hat vielleicht Traumweide? Ja. Er ist zwar Einsiedler, pflückt aber für den Stamm Kräuter und braut Medizin. Allerdings lebt er westlich von Mutterkrone und die Maschinen in der Region sind etwas lästig. Was für Maschinen? Plünderer und Sägezähne. Sehr gefährlich. Okay. Ich werde gehen. Leb wohl. Das klingt doch schon mal gut. Sehr gefährlich, sagt sie. Wie weit ist denn das jetzt wieder weg? Ach, du Heimatland. Das ist ja doch nur ein ganzes Stück. Ist es trotzdem noch Stufe 7? Ja. 481. Wir machen das jetzt trotzdem. Bevor wir jetzt hier 5 verschiedene Quests immer ein Stück anfangen und nie beenden. Und bitte um Kraft und Erkenntnis. Okay, mal gucken, ob die Maschine das hier überlebt. Siehst du über dein heiliges Reich hinaus? Ach, die macht das gar nicht. Ich glaube, ich bin ohne die Maschine gerade ein bisschen schneller. Jetzt gerade klingt es ein bisschen verbuggt. Na komm. Oh, die lässt sich ganz schön bieten hier. So, und da gucken wir uns doch mal die Sägezähne an, die da auf uns lauern. Sägezahn war der Große, den wir am Anfang vor der Erprobung mit unserem Vater zusammen erlegt hatten. So eine mittelgroße Maschine. Lagerfeuer entdeckt. Das würde ich gerne mitnehmen. Im Falle, wir müssen mal schnell reisen. Habe ich zwar jetzt noch nie genutzt, die Funktion, aber nehme es trotzdem gerne mit. Vorne sind Grase. Normalerweise müsste das trotzdem relativ einfach funktionieren, weil wir ja noch 3 Level drüber sind. Rede ich mir zwar so ein bisschen ein. Kumpel sagte letztens schon zu mir, dass das Game dann wohl rapide an Schwierigkeit zunimmt. Dass er den Schwierigkeitsgrad teilweise runterstellen musste auf nur Story, um überhaupt durchzukommen. Ich bin gespannt, wie es bei uns wird. Wobei ich bis jetzt eigentlich keine Bedenken habe. Okay, hier geht's los mit Plünderern. Die wir auch noch nie übernehmen können. Oh, das sieht uns schon hier. Eine Reitmaschine findet hier keinen Halt. Ja. Ist okay. Uns schon entdeckt hier der Boy. Steigen wir mal. Bezweifelt, dass die Maschine da eine Chance hat, meine.
Das werden zu viele sein. Ich habe zwar den Metalldraht da umsonst gespannt, aber... Vielleicht froh sein, dass wir unser Pony noch mit dabei haben. Das teilt gerade gut aus. Aber jetzt ist es wieder gegen uns, wie es aussieht. Ach Gott. Muss ich erstmal abhauen hier. Jetzt muss ich erstmal weg, das wären zu viele. Gucken, ob ich hier noch das zweite krieg. Da hat sie ja recht gehabt, dass da so viele Plünderer sind. Gedacht. Quatsch. Weil die Elektrofalle da schon wieder Gold wert war an der Stelle. Versuchen die mal einzeln ein bisschen rauszulocken. Kommen da schon relativ gut mit. Die gehen außen rum. Ah ne, das ist unser Läufer. War ich ja gerade froh, dass wir den dabei hatten. Der hat die andere Maschine gut in Schach gehalten. Würde den auch gerne wieder übernehmen wollen. Dass der uns wieder ein bisschen hilft. Den Schnee hoch. Okay, die Frage ist, respawnen die Gegner hier, oder? Es sind halt tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder so. Puh. Das ist schon... Hätte ich dann doch gerne den Läufer mit. Haben wir wieder ein bisschen Unterstützung. Und trotzdem vorsichtig machen. Das sind sehr, sehr viele. Heiliger Mist. Ich müsste die aber normalerweise mit einem kritischen Schlag erledigen können. Aber ich sehe da halt auch keine Deckung. Nur vorsichtshalber. Wäre halt jetzt cool, wenn ich dem Läufer sagen würde, pass auf, greif den an, da oben. Wird schon wieder Tag. Versuch mich mal so einen anzuschleichen und den ersten da mit einem kritischen Treffer zu töten. Schwierig, da kommt gerade noch ein zweiter. Hier mal die Spur. Oh, da ist ja noch jemand. Der muss natürlich zuerst weg da. Komme ich denn da hin? Vielleicht hier rum? Ja. Ah ja. Macht der richtig Lärm. Und immer schön leise. Ja. Hier stand da gerade noch jemand, oder? Es wird auch kein Gras sein, wo ich mich hier verstecken kann. Oh oh. Kommt er jetzt zurück? Bin schon ziemlich weit drin hier. So weit wollte ich eigentlich gar nicht rein. Er kommt hier vorbei. Ah, der kommt von oben wieder. Gut. Können wir den vielleicht ausschalten, wenn der hier um die Ecke kommt? Dann machen wir erstmal den. Das wird wieder hier eine knifflige Aufgabe, Leute. Das geht ganz schön schnell. Leise. Schreit immer hier rum.
Das sieht uns, was? Never ever. Hat so viel Kraut dazwischen. Oh, scheiße. Das Problem ist halt auch, dass der alle anderen an Bereitschaft versetzt. Oh Mist. Nee, ich muss hier weg. Jagen Sie mich. Tja, jetzt haben die auch meinen anderen Läufer da getötet. Das wird schwierig werden, Leute. Das wird richtig schwierig werden. Aber das probieren wir in der nächsten Folge nochmal auf jeden Fall. Es wird doch ein bisschen kniffliger, als ich dachte. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal mit Pete Plays.